So, Zeng, sind wir online? Sind wir, sieht so aus. Okay, dann willkommen zu einem neuen Kalle Report mit dem Speedloop Special Power Breakdance Channel von Smilodogs und einem extrem gut aussehenden Kalle, obwohl er sich heute so ein bisschen kränklich fühlt, weil ich war gestern im Vollregen, aber wirklich im Vollregen, 20 Minuten mit dem Hund draußen, bevor ich zu Hause war. Das war echt mies und ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Außerdem ist ja, wie bekanntlich, King Kalle der Mr. Olympia der Herzen und wird das natürlich dann auf seiner linken Arschbacke absetzen. So, wir hatten die Masters Olympia am Wochenende, das wird das Top-Thema sein. Und zwar ist die nach 11 Jahren wieder ins Leben gerufen worden, was ich gar nicht so verkehrt finde. Ist jetzt auf dem Bodybuilding-Terminkalender jetzt wieder zu finden. Und es waren alle Klassen vertreten. Ja, doch, kann man so sagen. Alle Klassen waren vertreten. Und war ein ganz hübsches Event. Zumal da auch Athleten am Start waren, mit denen ich selber schon trainiert habe früher. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir mal zur Open Class. Dort hat der Kamal Elghani gewonnen. Elghani hat 2019, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, den Mr. Olympia gewonnen in der 212, genau. Und hatte letztes Jahr, glaube ich, die Arnold Classics, oder dieses, nee, 22, die Arnold Classics gewonnen, genau. Und das im Schwergewicht, obwohl er eigentlich so ein kleiner 212er Typ ist. Ja, Elghani hat da wieder von sich reden gemacht, hat das Ding eingefahren. Preisgelder habe ich leider keine in Erfahrung bringen können, was die Jungs da jetzt verdient haben dabei. Auf alle Fälle finde ich das klasse, dass er mit 51 Jahren noch so ein Paket bringen kann. Also da ist King Kalle leider Lichtjahre entfernt von. Aber gut, er ist ja auch Wettkampfathlet, was ich nun nicht mehr bin. Also kann man das auch nicht miteinander vergleichen. Max Charles, wusste gar nicht, dass der auch schon über 40 ist, hat einen zweiten Platz gemacht. Und den dritten Platz hat Philipp Klahar gemacht. Klahar, keine Ahnung, kenne den Typen nicht. So, das vielleicht mal ganz kurz zu den schweren Jungs. Dann scrolle ich hier mal ganz geschickt weiter, in der Hoffnung, dass hier noch ein paar Namen kommen, die ich vorlesen kann. Die 212, die hat Hidi Yamagashi gewonnen. Wie gesagt, mit dem habe ich 2006 bei meinen letzten Vorbereitungen in L.A. bei Milos Sarchev zusammen trainiert. Da war er der erste und einzige japanische Profi-Bodybuilder. Und soweit ich weiß, hat er den Sport, den Wettkampfsport an Nagel gehangen. Vor 3 Jahren stand er das letzte Mal auf der Bühne. Ja, vor 3 Jahren müsste das gewesen sein. Ist dann ausgestiegen und wo das jetzt spruchreif wurde mit dem Masters Mr. Olympia, hat sie nochmal gepackt und er hat es gepackt vor allen Dingen. Und das freut mich sehr für ihn, habe ihm auch schon Glückwünsche geschrieben, habe auch schon Feedback bekommen. Das macht dann immer Bock, wenn man so, ja, wenn die alte Garde dann da sich immer noch mal zeigt, ein paar, also Jungs von denen zumindest. Ne? Der zweite Platz ist David Henry geworden. David Henry auch schon 100.000 Jahre dabei, auch zu meiner aktiven Zeit schon immer am Start gewesen. David hat hier offensichtlich ein ganz großes Bubblegut-Problem gehabt. Warum auch immer, keine Ahnung, weil er kommt normalerweise immer knochentrocken und da ist so, glaube ich, ein, zwei Sachen schiefgelaufen. Also, aber es hat für den zweiten Platz gereicht und gut. Und der dritte Platz ist Anwar Darwish Ali al-Balushi. Wahrscheinlich der Cousin von James Balushi. So, und das vielleicht kurz zu den 212er-Jungs. Dann suche ich mir mal, wie er sich freut, der Hedi hier auf dem Bild, geil. Dann haben wir die Classic Physik. Und da hat der Alejandro Cambornero gewonnen. Der hat übrigens auch schon mit Urs und allen auf der Bühne gestanden in der Classic Physik. Hatte dort allerdings den 9. Platz gemacht, konnte aber dieses Jahr oder letztes Jahr sich auf der Arnold Classics ganz weit vorne platzieren oder hat das Ding sogar gewonnen in der Classic Physik. Alejandro Cambornero, wer es nicht weiß, ist der, der den Kopf immer so ein bisschen so hält und aber eigentlich eine brutale Form immer hinlegt und wusste auch nicht, dass der schon über 40 ist. Ne? Ja, die Zeit bleibt halt nicht stehen.
So, zweiter Platz, Kelvin Hindi oder Heine. Dritter Platz, Ross Caesar. So, das war mal vielleicht ganz kurz zu den Männern. Ja, vielleicht noch ganz kurz zusammen zum Gewinner von der Classic Physik. Der lässt sich vom Neil Hill vorbereiten. Neil Hill ist richtig. Der auch übrigens den Mike Sommerfeld vorbereitet. Und die beiden haben auch zusammen auf der Arnold Classic gestanden gehabt. Und da konnte er den Mike sogar besiegen, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so, was haben wir dann? Ja, Men's Physik, soll ich nicht? Okay, ich mach's. So, der Gewinner ist Araya Safai. Sieht wie ein Alter an, Alter. Araya Safai. Ja, naja, schwierig halt für Kalle. Zweiter Platz, Sharif Reid. Dritter Platz, Dajuan Rico Freeman. Wow, der war gut, der Name. Das war ein Name, der liegt mir. Aber wenn ich die Bilder sehe, muss ich schnell wegscrollen. Das ist gar nicht meine Abteilung. Kriege ich so ein bisschen Augenkrebs. So, Women's Bodybuilding. Und zwar, das war ein ganz schön Apparat. Also die sah ganz schön ausgewogen aus, wie ihr Alter auch vor allen Dingen. Also die sah schon echt krass aus, auch die Beinentwicklung von der Dame. Echt spektakulär. Und zwar ist das die Rejana Boswell. Zweiter Platz Barbara Moyen. Und dritter Platz Virginia Sanchez. Oh ja, jetzt die Bilder. Also müsst ihr euch mal reinziehen. Also von der Beinentwicklung träumt so mancher Classic-Physik-Typ. Schon heftig. So, dann kommen wir zur Women's Physik. Da ist die Gewinnerin Ivy Rein, zweite Caroline Alves dos Santos und dritte Heather Grace. Ja, wer nicht weiß, was der Unterschied zwischen den zwei Klassen ist, also im Frauen-Bodybuilding, da marschieren die richtigen Apparate auf, also richtig so mit richtig Muskeln. Und die Physik-Klasse, die sind schon sehr stark bemuskelt, sehr definiert, aber sind halt schon viel zu mächtig für die Figurklasse zum Beispiel. Ne? Deswegen sind die da weiter oben. Was hat die sich eingefahren? Steht gar nicht da. Schade, hätte gerne mal gesehen, was die verdienen so da bei der Masters. Weil vielleicht könnte ich mir auch noch mal ein kleines Taschengeld dazu verdienen. Figur, Jessica Padilla Rice, zweiter Platz Dee Jackson und dritter Platz Gina Palmer. Ja, da waren auch deutsche Damen am Start übrigens und die konnten sich aber nicht in den Top Ten platzieren. Das ist die liebe Uta Köhler-Spitzbart. Und dann noch eine andere Dame, die haben es leider nicht in die Top Ten geschafft. Warum auch immer, weil die Uta, die sieht eigentlich immer gut aus. Aber haben sie wohl keinen Bock drauf gehabt. Die war noch nicht alt genug vielleicht, deswegen auch. Ja, liebe Uta. Ne? Nächstes Jahr nicht mehr so eine Faxen machen hier. Da wird gewonnen, mein Fräulein. Sonst gibt es mal direkt ein ernstes Gespräch hier mit King Kalle. So, in der Fitnessklasse. Mina Pajuati, zweiter Platz Stephanie Jones, dritter Platz Tamara Fan. Ja, wie gesagt, es lohnt sich tatsächlich mal, diese Klasse anzuschauen, weil die Fitnessklasse, die ist, also das ist Hochleistungssport. Was die für Choreografien oder Küren, kann man das ja schon gar nicht mehr nennen. Das ist ja wie auf der Olympiade bei der Turnweltmeisterschaft, was die da abliefern. Und dann noch in Shape kommen, also Hut ab vor den Damen, die das da so bewerkstelligen und dann noch so eine Performance abliefern. Das ist Sport, das ist Leistungssport. Also absolut, finde ich total toll. Ne? So, die Bikini-Klasse. Da haben wir die Jessica Wilson, zweiter Platz Jenny Herrera und der dritte Platz an Nukia Freitas Samo. So, und die freut sich auch wie die Sau. Da haben wir die Wellness-Klasse noch am Start. Dort hat die Nerilde, also nicht Brunhilde, sondern Nerilde, Garcia gewonnen. Der zweite Platz ging an Simara
Walter oder Saimara Walter, dritter Platz an Oana Marinescu. Ja, die Oana halt, ne? So, und das, ja, also für Masters sehen die schon echt beachtlich aus, die Damen. Bei den Männern wird der Kamali oder Kamal gegen den Hiddy antreten müssen auf der Olympia, weil die sind ja qualifiziert jetzt für die richtige Mr. Olympia. Sie können keinen Doppelstart machen, aber der Kamali, der hat natürlich bei den offenen Jungs null Chance. Deswegen geht er in die 212 runter und trifft dort auf den Hiddy Yamagashi. Das wird eine interessante Auseinandersetzung werden, denke ich mal. Aber ich glaube, die werden da keine Rolle spielen, weil die Jungs sind einfach zu gut geworden. Was da jetzt auch in 212 aufmarschiert, das ist schon... Also wenn sie die Top 10 erreichen oder vielleicht sogar einer von denen ins Finale kommen sollte, dann ist das schon eine absolute Wahnsinnsleistung. Ne? Also so sehe ich das. So, das mal zu den Masters. Wie gesagt, großes Spektakel auf YouTube zu sehen. Und vielleicht, bevor ich zum nächsten Thema komme, wollte ich eigentlich eingangs machen, mache ich mal Werbung in eigener Sache. Und zwar den King Kalle, den könnt ihr sehen am 10.09. im MC Shape in Lauchhammer. Lauchhammer ist meine Geburtsstadt und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ich dort so eine Art Meet and Greet abhalten kann. Dort wird unter anderem ein Personal Training mit mir verlost. Ich werde euch Rede und Antwort zu euren Fragen stehen, soweit es in meiner Macht steht. Aber ihr wisst ja, eigentlich bin ich da relativ unbefangen und antworte tatsächlich auf alles. Dann werde ich so ein bisschen zu meinem Werdegang was erzählen, vom OG zum Hochleistungsbodybuilder und solche Geschichten. Also wie gesagt, jetzt die Tickets sichern unbedingt noch, wer noch keins hat und dort in der Nähe wohnt. Und dann haben wir dort einen wunderschönen Nachmittag. Natürlich gibt es auch ein paar Autogrammbilder. Vielleicht bringe ich noch ein bisschen Merch mit. Ich muss mal gucken, wie ich das alles organisieren kann noch bis dahin. Also Lauchhammer am 10.09. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist der liebe Adolf Burkhardt. Adolf Burkhardt hat es geschafft, wieder mal für Furore zu sorgen. Allerdings meiner Meinung nach im negativen Sinne. Ich glaube, jetzt hat er sein endgültiges Karriere ausbesiegelt. Das ist meine Meinung. Weil der Shitstorm gegen ihn, der findet ja jetzt momentan erstmal kein Ende und keine Grenzen. Er hat sich zur Masters Mr. Olympia sehr negativ geäußert, wirklich sehr negativ. Ich will das jetzt, oder ich kann es ja mal im Einzelnen kurz erläutern, genau, was er da gesagt hat, damit ihr versteht, um was es sich handelt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da muss ich mal schnell gucken hier. Zack, zack. So, Masters Mr. Olympia, was für eine Freakshow. Oma und Opa, ihr könnt daheim bleiben. Keiner will eure verschrumpelten Körper sehen. Sich in diesem Alter noch mal richtig ficken, also irgendwas hier, ein zerlegtes Wort, mit Steroiden und Diuretics für einen Plastikpokal. Ciao. So, das hat Adolf Burkhardt von sich gegeben. Er wurde auch mehrmals schon angeschrieben von Athleten, zum Beispiel der Kevin. Also ich habe da Chatverläufe gesehen, die werde ich jetzt hier nicht reinbringen. Da, wie gesagt, ich weiß nicht, auf welchen Trip der Adolf ist. Lieber Adolf, falls du siehst oder falls es dir jemand erzählt, zeig mal ein bisschen Respekt den Leuten gegenüber. Ne? Diesen Athleten, die schon seit Jahren auf der Bühne stehen. Und genau das ist der Punkt, was euch unterscheidet. Die machen wenigstens Wettkämpfe und erzählen nicht nur davon. Ne? Die stellen sich auf die Bühne, die Leute, und liefern ab. Und das ist nicht schlecht. Und wenn deine Wettkampfplanung weiter so aussieht wie bisher, dann wirst du auch frühestens erst dastehen. Ganz nüchtern betrachtet. Ne? Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so eine Äußerung in der Öffentlichkeit den Sponsor jetzt so glücklich machen wie dich vielleicht. Aber ich finde, jeder kann seine Meinung haben, ne, zu diesen Sachen. Das ist jedem freigestellt. Bloß als Profi-Bodybuilder, wenn man schon so im Social Media rumtingelt und versucht da den Sport so gut wie möglich zu verkaufen, dann lässt man solche Äußerungen einfach sein, weil es ist dumm. Und ich denke mal, dass dir das so zum Nachteil gereichen wird, dass das tatsächlich deine Karriere ausbedeuten könnte. Ne?
Es sei denn, du bist zu schlau und ruderst zurück. So wie man es dann macht, wenn man ja, noch ein bisschen Restverstand hat. Und du wirfst ja damit auch ein schlechtes Licht auf unseren Sport, auf das Bodybuilding. Du bist mit dieser Äußerung ein Negativbeispiel in meinen Augen. Ja, ich dachte immer, du bist ein cooler Typ, weil ich habe dich ja nur auch kennengelernt. Wir waren oder sind ja auch irgendwie befreundet. Bloß da musst du ja natürlich dann auch von mir so eine Kritik gefallen lassen. Genau wie von allen anderen Leuten, die das total zum Kotzen finden. Weil die reißen sich den Arsch auf, die lieben den Sport und die machen nochmal Wettkämpfe. Ich persönlich würde jetzt auch nicht auf die Bühne gehen, aber ich lebe den Lifestyle Bodybuilding trotzdem weiter und liebe das ganze Game. Ne? Und wenn jemand der Meinung ist von den Jungs, und da waren ja einige richtig in Form, die musst du erstmal hinkriegen wieder, dass man sollte nicht mit Fingern auf Leuten zeigen, die mehr abliefern und mehr geleistet haben in dem Sport als einer selbst. Ja, vielleicht das mal vereinfacht ausgedrückt. Ne? So, das mal die Worte vom Mr. Olympia der Herzen, dass du mal Bescheid weißt. Ja, das mal vielleicht ganz kurz zum Adolf Burkhardt, was er für einen Verriss gebracht hat in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen. Also ich habe, das kursiert ja gerade rum, also deswegen konnte ich mir schon ein paar andere Meinungen einfahren. Da liegen wir viele Leute auf der gleichen Wellenlänge wie ich, was das angeht. Okay, was gibt's noch Schönes? Ah, Dennis James Classic. Mein Teamkollege Dennis James macht ja, wenn ich es richtig auf dem Kalender habe, am 11.11., also das Wochenende nach der Mr. Olympia-Wahl, macht er die Dennis James Classic. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das am besten mache, weil wir haben ja gesagt, oder er hat mich eingeladen, sein Co-Moderator zu sein in einigen Kategorien dort. Und da ist vielleicht mal ganz interessant. Dann sehen wir uns alle wieder in der Jahrhunderthalle. Wird auch ein geiles Event. Freue ich mich sehr. Smilodox wird logischerweise auch am Start sein. Und dann können wir dort auch eine coole Zeit wieder haben. Ein geiles Event. Weil die Dennis James Classic ist meines Erachtens nach der größte und interessanteste Wettkampf in Deutschland, den wir haben momentan. Und ich finde, von Show zu Show steigert er das ganze Ding und gibt sich Mühe. Und ich werde solche Bemühungen auch immer unterstützen, logischerweise. Und wenn es nur mit meiner Anwesenheit ist oder meinen dummen Sprüchen. Aber wir müssen ein bisschen frischen Wind da wieder reinbringen in die ganze schlafende Bodybuilding-Community-Gemeinde, die so satt sind, dass sie keine Veranstaltung mehr besuchen wollen. Also Tickets Vorverkauf, checkt das ab beim Ticketmaster. Es sind sicherlich noch einige zu bekommen, denke ich mal. Und dann habt ihr die Info dazu auch noch. So, was gibt's denn noch Schönes in der Bodybuilding-Welt? Ja, diverse Form-Updates von bestimmten Athleten. Dann hat Taylor Mannion nochmal zu den Bewertungskriterien in der offenen Klasse was gesagt, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Aber es hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. In der Doppelbizeps-Pose von vorn möchte man in der offenen Klasse diesen X-Frame sehen. Das heißt, dass der Ober- und Unterkörper von einer relativ schmalen Taille im Idealfall getrennt sein soll, nach oben hin ausladend und nach unten halt auch auseinandergehend läuft. Ähnliches bei der Lat-Pose, wobei dort auch halt dann Schultern, Brust und Arme mitbewertet werden in dieser Pose. Der Latissimus sollte relativ breit und weit sein und sollte auch diesen X-Frame, also diese V-Form halt aufweisen. Einigen gelingt das ja auch, weil die haben richtig dicke Beine. Und dann kommen wir zu den seitlichen Posen. Da soll man irgendwie sich nicht so weit eindrehen, soll aber Arme, Brust und ja, das soll alles gut zu sehen sein, Schultern. Ich weiß nicht, wie sie das gemeint haben jetzt im Genauen, weil normalerweise muss man ja sich ein bisschen verdrehen, um die verdeckte Brust ein bisschen anzuspannen, zu zeigen, Streifen zu zeigen und so weiter. Das ist zu der seitlichen Brust. Im Idealfall noch ein Tipp von mir, vielleicht die Leute, die Wettkampfsport machen und denen das Posen ein bisschen schwer fällt, knickt tief genug ein, damit ihr eine gute Teilung zwischen Quadrizeps und Beinbeuger aufweisen könnt. Und umso tiefer ihr geht, umso größer wird die Fläche von eurem Bein werden. Und das nicht zu sehende Bein drückt das Knie
quasi in den Oberschenkel des zu zeigenden Beins rein. Das vielleicht mal ein bisschen üben. Sieht eigentlich, wenn man von vorne guckt, ziemlich bescheuert aus, aber von der Seite gibt das dann halt den entsprechenden Look, wo es dann perfekt ist. Zieht eure fetten Bäuche ein und dann sieht das am Ende gut aus. Was nicht gewünscht ist zum Beispiel, das ist jetzt neu und das wird dann wahrscheinlich auch mit Punktabzug bewertet. Ich hatte letztes gesagt, mir gefällt die Trizepspose von Andrew Jack so. Da sieht er so perfekt aus. Und genau das ist verboten, du darfst sie nicht mehr nach vorn drehen. Du musst die seitliche Trizepspose von der Seite zeigen. Mehr Spielraum lassen sie da bei der Bauch-Beine-Pose, da kannst du beide Hände über den Kopf heben. Oder auch eine Seite muss maskular machen und eine Hand über den Kopf heben. Da kannst du ein bisschen variieren. Genauso bei der Muskulatur, da kommt es dann halt darauf an, wie dein Körper strukturiert ist, welche Pose am besten wirkt, entweder die zusammengedrückte oder hier den, keine Ahnung was, ich erwürg dich gleich. Da kann man so ein bisschen rumspielen und das war es dann auch schon gewesen. Achso, bei den Rückenposen genau das gleiche wie bei den Frontposen, X-Frame ist gewünscht, also zack, zack. Und das, aber gut, das war ja bisher auch so gewesen, ne? Vielleicht ganz kurz mal. Und dann nochmal was ganz Persönliches, also eine persönliche Einschätzung. Ich habe mir nochmal die Bilder von Carlos Thomas Jr. angeguckt, der letzte Woche Dritter geworden ist auf der Texas Pro. Also ich habe selten in meinem Leben so ein fettes Bein gesehen, also so einen massiven Oberschenkel mit. Der hat ja in der Innenseite so viel Fleisch, ich bin richtig überwältigt. Ich habe mir da nochmal ein paar Bilder angeguckt, weil ich fand, er war jetzt nicht 100% in Shape gewesen, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Aber das ist wie ein Elefant, wie so ein Außerirdischer, wie so ein scheiß Alien. Alter, total cool. Also liebe Ina, wenn du das siehst, übersetz ihn das mal in mein Denglisch. Und liebe Grüße vom King Kalle, ich bin total beeindruckt von dieser Masse an Fleisch an dem Bein. Das ist außerirdisch. Obwohl er klein ist und eigentlich gar nicht so viel Masse bräuchte, hat er das Fleisch von einem großen, schweren Athleten an den Beinen. Und das Ding musste er erstmal bringen. Also sicherlich spielt da die Genetik mit rein, aber das sieht einfach nur mega aus. Das ist so brachial. Wie gesagt, finde ich richtig cool. Okay, Leute, haltet euch fest. Summer Sale. Der startet am 3.9., wenn ich richtig informiert bin, am Sonntag. Um 11 Uhr fängt das Ding an. Black-Member-Kunden können da schon vorher shoppen. Ne? Deswegen sind sie ja Black-Member, damit sie da Vorzüge haben und dann nicht im langen Hals vom Gucken kriegen, wenn da schon viele Sachen ausverkauft sind, weil sich alle um das Zeug kloppen. Also, wie gesagt, Smilodogs macht einen kompletten Sommersale-Ausverkauf. Dort gibt es bei dem Mindestbestellwert von 90 Euro mit den Rabattcodes eurer Lieblingsathleten, in meinem Fall ist das ja Code Heiko, 40% oben auf eure Bestellung drauf. Und bei einem Mindestbestellwert von 90 Euro gibt es einen Mystery-Artikel. Also zieht euch das rein, schraubt euch das rein. Sonntag, 3.9., volle Pulle, sparen, bis der Arzt kommt. Denkt dran, Herbst, Winter steht vor der Tür. Und wir haben ziemlich geile Klamotten zurzeit am Start. So, hier nochmal der King Kalle in eigener Sache. Ich verlose 20 Early Access für euch. Das bedeutet, dass ihr 24 Stunden vorher einkaufen könnt bei der geilen Final Summer Sales, die wir starten jetzt am Sonntag um 11 Uhr. Early Access, was bedeutet das für die, die es nicht wissen? Ihr könnt zur gleichen Zeit wie die Black Member 24 Stunden vor Beginn der Aktion schon anfangen zu shoppen. Das ist euer Vorteil. Ihr müsst dafür nur in die Kommentare schreiben, zusätzlich Hashtag Smilodogs. Liken, abonnieren, logischerweise, und dann wird das ausgelost. Viel Spaß beim Gewinnen, viel Spaß beim Shoppen, bei allem, was er sonst noch macht, was verboten ist. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer King Kalle. So, Feierabend. Yeah.